Hey Leute, kurze Info, bevor es losgeht. Und zwar werden heute zwei Videos kommen. Ja, also wenn ich das Video hochgeladen habe und ihr euch das gerade anguckt, arbeite ich wahrscheinlich gerade an dem nächsten Video. Denn ich habe zwei Reactions. Einmal diese Reaction, die jetzt kommt, und einmal eine Calvin und Marvin Game Master Reaction. Ja, und ja, wollte eigentlich nur, dass ihr das wisst. Also jetzt geht's los mit dem Video. Los! Als kleines Kind ist man verdammt dumm. Man erschließt sich Dinge und denkt, man ist pfeifhead, liegt aber komplett falsch. Und nach meinem letzten Video über das Thema ist mir aufgefallen, dass ich noch dümmer als Kind war, als ich zuerst dachte. Also gibt es jetzt dumme Dinge, die Ja, ich als Kind dachte. also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr als Kind wart oder ob ihr auch genau gleiche dumme Gedanken hattet als Kind. Und Jeder ob von sich das euch ist geändert hat bestimmt im schon mal Laufe im der Bus Jahre. gefahren. Und in Bussen gibt es normalerweise immer Knöpfe, wo Stopp drauf steht. Und Ja. ja, ich hatte immer Angst gehabt, den zu drücken, weil ich dachte, dass es einfach direkt den ganzen Bus stoppt. Ja, Ich dachte wahrscheinlich. immer, dass wenn man ein beliebiges Spiel mit gegnerischen Charakteren spielt, irgendjemand irgendwo auf der Welt gerade diese Person spielt, obwohl es ein Singleplayer-Game ist. Und Ja, dann das trotzdem. hatte ich aber Dann noch, habe nee, ich das mich hatte ich aber noch auch nie gefragt, gedacht. was ist, wenn ich selbst auch nur ein Gegner bei anderen bin? Hoffentlich bin ich kein Schwierigkeit-Leicht-Gegner. Wir hatten früher eine Faxmaschine. Kennt ihr das überhaupt noch? Also so ein Gerät, womit man früher Dokumente übertragen konnte. Ich habe aber nie gecheckt, wie das funktionieren soll. Ich dachte also früher als Kind, dass die Blätter, die man versendet, einfach zum Empfänger teleportiert werden. Hä, Leute, seid ihr dumm? Warum versenden wir uns nicht einfach selbst? Tja, deine Teleportation ist nicht im Gegensatz zu meiner Faxmaschine. Feuerwerksraketen haben ja immer bestimmte Farben, Formen und Größen, wenn sie explodieren. Und man sieht immer ein Bild vom Feuerwerk an der Rakete. Ich dachte also früher, man könnte einfach das Foto an der Rakete ändern und schon würde mein eigenes Feuerwerk am Himmel Ja, leuchten. so einfach geht das Aber auf das jeden hat leider Fall. nicht Nee. funktioniert. Habe ich Wenn man aber, sich nee, das habe Fotos ich aus der auch noch fernen nie gedacht. Vergangenheit anschaut, sind sie häufig schwarz-weiß. Auch alte Videos zeigen die Welt ohne Farbe. Deswegen dachte ich als Kind, dass Farben zu der Zeit einfach noch nicht existiert haben. Das würde auch bedeuten, dass es irgendeinen Zeitpunkt gab, wo jemand meinte, yo, ich erfinde mal kurz Farben. Farben? Das klingt ja übel gut. Ich dachte, Strom wäre einfach irgendeine Flüssigkeit, die halt so durch Schläuche fließt, die wir Kabel nennen. Hä, wenn Strom so teuer Habe sein ich aber soll, auch kurz warum nehmen gedacht. wir nicht einfach stattdessen Wasser oder Also, Milch? das hatte ich Ich auch mal dachte, gedacht alles, was im damals. Fernseher läuft, wäre live. Auch Filme. Ich wusste zwar, dass es Schauspieler waren, ich dachte aber, sie müssten, wie bei einem Theaterstück, die gleiche Handlung immer und immer wieder spielen. Und bei Werbepausen, adios. Nein. Stopp, Werbepause. Zum Glück. Ich dachte, ich müsste jetzt. Geht weiter. Ah! Kamine sind ja zum Heizen da. Und. Aber bin ich eigentlich die Einzige, die damals bei Filmen auch gedacht hat, dass die Leute, die da in den Filmen quasi sterben oder verletzt sind, dass die dann in Wirklichkeit auch so sind? Ich dachte immer, als Kind dachte ich immer, dass das keine Schauspieler sind, weil ich das Wort Schauspieler damals noch nicht kannte. Gibt es jemanden, der genau das Gleiche dachte, oder Sie bin haben ich oft einen blöd? Schornstein und es gibt Schornsteinfeger. Was ist auch zum Heizen da? Genau, eine Heizung. Ich dachte früher als Kind, dass die komischen Geräusche von der Heizung von Heizungsfegern kommen, die dann in Warum? der Heizung stecken. Bei Rossmann oder DM steht ja immer so mein Drogeriemarkt. Und ich habe das früher immer beim Einkaufen mit meiner Mutter gelesen und habe mir gedacht, warte, Drogeriemarkt? Ich dachte, der Besitz solcher Substanzen ist rechtswidrig und schädlich für den Körper. Nein, Mama, kauf das nicht. Und was anderes, was ich Ich früher dachte, dachte, ich habe war, aber früher dass wir auch Kinder immer in so Drogen schnellen gelesen. Zickzackknacken wurden würden. Das ist echt krass. Und ja, mittlerweile sind es sogar 7730. Also vielen Dank dafür. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch auch und liked das Video. Ja, okay. Das war's anscheinend mit dem Video. Ja, dann. Also irgendwie habe ich gefühlt gar nichts aus dem Video gemacht, aber naja. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas aus dem Video irgendwie gemacht habt. Außer ein dummer Gedanke, glaube ich, den ich damals als Kind hatte. Naja, ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher gleich beim Calvin und Marvin Video. Ciao! Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.